22. Mai machten sich fünf Verrückte auf den Weg in ein besonderes Abenteuer. Über Holland und Belgien ging es auf einen sechstägigen Roadtrip quer durch Frankreich. Acht Lost Places standen auf dem Plan, von denen leider nur fünf besser oder schlechter zugänglich waren. Ich fahre jetzt. Jetzt kommt der Tempomat gleich. Über 22 Stunden Fahrt am Tag und durch die Nacht lagen nun vor uns. Und wir sind in Frankreich. Wir sind durch den Ruhrpott gefahren und durch Holland und Belgien. Und wir sind jetzt noch knappe 6 Stunden von unserem ersten Ziel entfernt. So, wir machen noch mal eine kleine Rast bei Nacht. Hier ist unser Car. Guten Morgen, wir sind jetzt fast am ersten Ziel, wir sind mitten in der Pampa und ich habe hier was entdeckt. Also ich sag mal, der technische Fortschritt ist hier in voller Blüte angekommen. Ja, guck dich mal diese geile Waschanlage an. Da werden wir gleich mal den Bus durchjagen, würde ich sagen. Mike ist die ganze Nacht durchgefahren und jetzt sind wir so ziemlich am Ziel. In knapp 50 Minuten. Und ich habe eine Allergie. Irgendwie sind hier Pollen unterwegs. Redet leicht nasal. Ja, das tue ich. Jetzt müsst ihr sie gleich sehen. Ihr werdet jetzt ein leeres Wasser sehen. Wir müssen sie jetzt sehen. So eine Bucht mit Wasser, das ist immer schön. Gleich. Also eigentlich die Schiffe, im Optimalfall. Wenn hier ist ein bisschen im Optimalfall sehen wir jetzt Schiffe, Kriegsschiffe. Aber bei unserem Glück sind die abgerissen. Hey, da sind die Schiffe. Oh, wie cool, Mann. Ey, die müssten jetzt gleich auftauchen. Oh ja, da sind sie. Wow, ganz toll. Moni, hast du die Schiffe schon gesehen? Da drüben sind sie. Wir erkundeten erst einmal in Ruhe das Gelände rund um die Bucht, in der die Kriegsschiffe ankerten. Danach fuhren wir zum ersten Zeltplatz, richteten uns häuslich ein und erholten uns von der langen Fahrt. Gucken Sie sich bitte Moni und Marcel an. Die haben hier 3 Herdplatten im Betrieb. Hier kochen die sich Kaffee, hier kochen Nudeln. Das ist noch so unscharf. Und hier irgend so ein Fleischgedöns. Gulasch oder sowas, wa? Gulasch, ja. Mensch, auch hier die Nudeln. Und schön, Metre. Dekadent geht die Welt zugrunde. So, jetzt habe ich einmal die bessere Kamera am Start. Bisher war ja die Bildqualität von den Actioncams nicht so berauschend oder eher verrauschend. Ich wollte euch mal zeigen, dass hier sogar Palmen wachsen. Oder ich weiß nicht, ob sie hier wachsen. Auf jeden Fall kann man sie hier halten, ohne dass sie kaputt gehen. In unseren heimischen Gefilden würde das ja nicht funktionieren. Aber hier schon. Das finde ich irgendwie toll.
hier gleich mal noch einen kleinen Lost Place gefunden. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich guck jetzt mal rein hier. Das ist leider alles schon entkernt. Hier geht es im Keller runter. Oder ging es in den Keller runter? Hier muss mal so die Rezeption gewesen sein. Also hier sieht man ja noch den ehemaligen Eingang. Das probiere ich jetzt aber nicht unbedingt aus, diese Tür hochzuklettern. So, hier kommen wir direkt zur Küche. Krass ist, dass hier noch so eine Anrichteplatte steht. Ja. Ja, hier ist sonst nichts mehr drin, kein Herd, gar nichts, nicht mehr irgendwelche Abzugshauben, aber dieser Anrichtetisch, der steht hier noch. Das ist krass. Und dann hat man wahrscheinlich entweder hier gegessen, ich weiß es nicht so richtig, man kann es irgendwie nicht mehr so richtig erkennen, oder hier vorne dann. Nee, hier würde ich sagen. Joa. So, guck mal, hier drinnen habe ich noch was entdeckt. Ich hoffe, der Boden hält das aus. Der sieht schon mega scheiße aus. Ja, das knarkt schon. Ich laufe mal lieber nur am Rand hier lang. Aber guck mal hier. Ein Kamin. Ja, das Ding war, glaube ich, mal ganz gemütlich, ne? Aber hier oben sieht man halt schon die beschädigte Decke. Da kommt das obere Stockwerk schon durch und das ist Mist. Das war der kleine Rundgang. Ich würde mir das Ding unbedingt ansehen. Ich hatte es schon gleich bei der Ankunft entdeckt. Schönes Ding. Wir gehen jetzt relativ zeitig schlafen. Hier schläft der Mich. Hier schläft der Benny. Hier schlafe ich gleich. Und hier sorgen Moni und Marcel für Nachwuchs. Nein, die schlafen hier. Und wir wollen dann morgen mal die Schiffe spotten. Gucken, wie ist die Situation. Kommen wir da drauf. Wir konnten schon ein bisschen was bei der Anfahrt sehen. Und was wir gesehen haben, ist... Huh. Achso, ich wollte mal gucken, was die Drohnen machen. Die haben, glaube ich, auch ganz gut geschlafen. Guten Morgen, kleines Mark. Wie hast du geschlafen? Gut, ja. Kuni, guten Morgen, wie hast du geschlafen? Ganz gut. Lass mal bitte aufhören, mir in die Nase zu filmen, Alter. Tut mir leid. Ich bin albern am Morgen. Tut's dir ja auch nicht. Nee, tut's mir auch nicht. Per Schlauchboot ging es dann zu den Schiffen, deren Begehung erst unmöglich schien, letzten Endes aber doch gelang. Das gesamte Video dazu findet ihr natürlich hier auf unserem Kanal. Nein, ich lebe noch. Wir waren nur auf einem sehr schönen Place, deswegen konnte ich keine Insta-Story machen. Die Moni ist der Hammer gewesen. Die ist auf ein Kriegsschiff geklettert. Hammer. Die Moni und der Benny auf den Schiffen waren, gibt es hier alle gerade Abendbrot. Die haben einfach an der Straße angehalten. Hier waren zwei so Tische ausgeschildert. Gleich gibt es lecker Happenpappen. Der Mich kocht sich gerade Königsberger Klopse mit Kartoffeln. Bei Benny, was ist das hier? Möhrensuppe. Jetzt wird es so richtig heimelig. Ey, da kriegt man Bock, hier das Zelt aufzustellen. Einfach irgendwo. Ich bin auch voll. Erbsen und Toastbrot. Ich bin kaputt. Und hier gibt es gleich noch frisch krasses Zeug hier. Guck. Zeug. Bratkartoffeln und Eier. Schön. Was macht denn der Mich da? Der zapft sich Wasser. Für ein Käffchen. Was ist jetzt? Küche. Funktioniert nicht. Wir haben vorhin 5 Stunden im Auto geschlafen. Ja. Auf irgendeinem Rastplatz oder so einem Scheiß. Nicht das schlafen dazu, bitte.
sah aus wie Yoga. Erholen kann man es auch nicht nennen. Das sah aus wie Yoga. In eine Yoga-Gruppe. Man muss sich vorstellen, man sitzt auf diesen Stühlen 5 Stunden, weiß nicht wohin mit seinen verdammten Beinen und mit dem Kopf schon gar nicht. Ich habe Gott sei Dank ein Handtuch gefunden, was ich hier draufgelegt habe. Und diese Kante hier von dem Fenster ist auch nicht gerade so der Kracher. Also irgendwie liegt man nur so oder so oder so. Moni hat die ganze Zeit durchlegen. Oder so. Mit dem Mund auf. Mit dem Mund auf. Das Ding ist, die sind alle voll gereizt, wenn ich jetzt ein falsches Ton, ein falsches Wort sage. Kriegst du direkt eine in die. Nach 7 Stunden Fahrt und kurzer Übernachtung im Auto bezogen wir den 2. Zeltplatz. Jetzt haben wir hier unser neues Lager aufgeschlagen auf einem anderen Campingplatz. Das Geile ist, hier gibt es eine Dusche, die unbegrenzt warmes Wasser ausspuckt. Ich wurde gerade neu geboren. Ja. Die nächste Location war vor allem architektonisch sehr beeindruckend. Jedoch erschloss sich uns anfangs nicht der Sinn für die frühere Nutzung. Es ist mal einfach keine 15 Meter hohen Treppen. Zeitzeuginnen, die sich heftig vor uns erschreckten, klärten uns darüber auf. Bonjour. Schaut euch auch diese Folge in Ruhe auf unserem Kanal an. So, zwischendurch gibt es jetzt noch ein bisschen Geschichtsunterricht. Könnt ihr schon ahnen, wo wir sind? Wenn man die ganzen Flaggen so sieht, was machen diese oder worauf deuten diese ganzen Flaggen an einem langen, langen Strand hin? Richtig! Wir sind am Omaha Beach. Das ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass hier so diese ganze Invasion hier so stattgefunden hat. Einfach unvorstellbar, was hier abgegangen ist damals. Kann sich das nicht vorstellen. Also wenn man das mal so sieht, bei so einem Wetter hier mit so einem Booten, die hatten Eier, die Jungs. So, hier haben wir nochmal das große Denkmal. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der letzten Flagge. Das müsste Polen sein, dann Belgien, Kanada und die USA. Und hier haben wir Frankreich, Großbritannien, Holland und was war's? Norwegen. Die waren alle an diesem ganzen krassen Ding hier beteiligt. Vielleicht waren ja ein paar Polen mit bei, die noch übrig waren, die fliegen könnten oder so. Ja. Hier steht echt noch ein Geschütz drin. Oh, krass. Hier knallen ja die Wellen extrem gegen und dann hört man so ein Zischen. Hier sind so Löcher drin und die Luft, die Wellen vor sich her treiben, die kommt hier raus. Ja, jetzt spür's gerade ich, jetzt kommt's. Jetzt merke ich's. Jetzt habe ich meine Windbreaker dran. Hier hinten zischt's gerade. Also es saugt, wenn die Wellen sich zurückziehen und pustet, wenn sie wieder kommen. Die hauen ja auch gegen, das knallt richtig. Wumm. Ah, jetzt, genau. Rums hier hin. Das ist ja noch gar nichts, das geht ja noch viel, viel krasser. Und das war ja zum Zeitpunkt der Landung
war das ja auch viel, viel krasser. Hallo. Es noch krasser. Boy. Mega. So eine Scheiße. Es war eigentlich für die Region kein Regen angesagt. Deswegen haben wir den Tisch und die Stühle draußen stehen lassen. Kannst du mal hier leuchten, Moni? Und die Stühle sind klatschnass, weil es geregnet hat. Ja. Die Wäsche auch? Ja, gut, die Wäsche. Da sind ein paar Handtücher und so weiter. Gott sei Dank haben die meisten Zelte dicht gehalten. Außer Monis und Mordschels. Die haben die Fenster offen gelassen. Ich habe die Fenster offen gelassen, weil ich blöde bin. Ach, passiert. Wir haben es ja nicht gewusst. Ja, man hätte es aber ahnen können. Ja. So, da wir leider kein Tarp oder ähnliches mit haben, machen wir es jetzt so, dass wir einfach die Heckklappe vom Transporter auflassen und darunter trocken essen können. Jetzt sind zwar zwei Stühle nass, wir haben aber noch drei trockene Stühle und der Rest setzt sich auf die Laderampe vom Transporter. Das geht auch mal. Kleines Lämpchen haben wir hier oben noch eingebaut. Alles gut. Moni und Mike sind schon wach. Na. Ein Arm ich das. Leise überbelichtet erstmal das Video angefangen. Also das Zelt von Moni und Marcel ist schon mal offen. Und Mike geht jetzt, glaube ich, gleich duschen. Bei Benny rappelt es auch schon im Zelt. Da kommt ein Schlumpf, ein müder Schlumpf. Guten Morgen. Guten Morgen. Benny, aufstehen. Aufstehen. Wenn man dich jetzt nicht sehen würde, Moni, würde das ja ein schön pervers aussehen. Der frühe Vogel fängt den Turm, dachten wir uns und fuhren bei Zeiten zur nächsten Location. Wir haben da gerade sowas abgefilmt. Ja, war nichts Besonderes. Wenn ihr schon immer mal einen Kühlturm von innen sehen wolltet, dann schaut euch unser Video an. So, was haben wir denn da? Wo geht es denn da hin? Siehst du, dann muss ich diese blöde Raum. So, wir fahren hier jetzt in einen Tunnel, der direkt nach Paris führt. Guck mal, Paris hat eine richtige Skyline. Also sozusagen Neu-Paris. Und hier drüben ist Alt-Paris. Man sieht da hinten den Eiffelturm. Wo ist er? Wo ist er? Da. Hier. Nee, wir müssen zum Westlicht. Hier nochmal so ein Tunnel. Das sieht geil aus. Das sieht total geil aus. Ja, warte mal, wenn du die Bilder von der Bergcamp siehst. So. Oh, schön verrauscht. Ja, im Dunkeln ist er nicht so gut. Ja. Das sieht fett aus. Das ist ein richtig schöner, voller Tunnel. Ich finde es halt toll, dass die Lampen nicht so direkt mit so einem scharfen Licht hier in den Tunnel reinstrahlen.
sondern dass das hinter diesen Scheiben sitzt. Ich denke, wir chartern uns jetzt diesen Bus und cruisen hier gemütlich mal ein bisschen durch die City. Ne, wir haben Gott sei Dank erstmal einen Parkplatz gefunden. Das war ja hier 80 Millionen mal schlimmer als in Berlin. Wir kicken jetzt mal zum Eiffelturm. So, wir sind so ziemlich da, wo wir hin wollten. Hier ist heute irgendwie tierisch was los. Wir wollten eigentlich nur mal ein Foto machen vom Eiffelturm. Wir laufen jetzt so ziemlich auf den Eiffelturm zu. Ganz ran kann man nicht, beziehungsweise macht es keinen Sinn für Videos oder Fotos. Von hier aus sieht man den besser. Deswegen haben wir uns hier diese Plattform ausgesucht. Das Ganze bei herrlichstem Wetter. Als wir herkamen, war es schlecht. Wolkig, regnerisch und jetzt schön. Da oben ist die Aussichtsplattform, auf der wir gerade waren. Und jetzt gucken wir mal zu diesem Springbrunnen. Stecken wir hier drauf. Schöne View. Muss man mal gesehen haben. Was für ein Koloss, ey. Da oben sitzen, stehen lauter Leute, die gucken jetzt hier runter. Es regnet, jetzt ist dieser krasse Springbrunnen gerade angegangen. Ich habe mich gerade schon gewundert, was das ist hier, diese kanonenartigen Gebilde. Das sind einfach nur Wasserfontänen. Jetzt kommt hier so ein leichter Sprühregen an. Ah, das sieht doch geil aus. Nach dem kurzen Abstecher in Paris hieß es nun Tempo, da der Tag schnell zu Ende ging und sich der dritte und letzte Zeltplatz in weiter Entfernung befand. Da hinten hat es gerade eine Atombombenexplosion gegeben. Stimmt ein geheimer Waffentest? Nun sind wir sicherlich alle verstrahlt. Das sieht schon krass aus, ey. So, wir fahren noch ziemlich genau 4 Stunden. Wir sind jetzt so ziemlich alle am Schlafen, außer mich, der fährt tapfer durch.
Guten Morgen. Er wacht auf einem völlig neuen Zeltplatz. Der total scheiße ist. Ja, der ist so ein bisschen... Da drüben ist ein See, tausend Fliegen, Mücken. Es kommen hier ständig ICEs oder DGWs vorbei, fahren irgendwo hier in 10 Meter Entfernung. Ist eine Schiene. Doch, das sind DGWs, so wie es das angehört hat. Wir werden jetzt erstmal frühstücken. Bei Mike gibt es zum Frühstück, wie immer. Königsberger Klopp, so ein Midgarter Film. Moni? Macht gerade eine Wandlung durch von vom Zombie zum Mensch. Jetzt wird das so langsam. Selbstschuld, wenn man bis in die Puppen hier rumsitzt. So, bei mir gibt es zum Frühstück ganz gesund Frikadellen, Kartoffeln und Möhren. Möhren sind wichtig. Vitamine und so, ne? Diese Schwenktüren, könnte man fast glauben, man ist auf so einem amerikanischen College oder sowas. Nach der Erkundung eines alten Internats begaben wir uns wenige Autostunden später in eine der wohl spektakulärsten Bunkeranlagen, die wir bis dato je gesehen hatten. Da ist ein Fahrstuhl. Echt, das? Was ist denn das bitte für eine Anlage? Auch diese beiden Videos könnt ihr euch hier und in voller Länge auf unserem Kanal anschauen. Bonjour! Bonjour, bonjour! Guten Morgen! Guten Morgen! Das ist der letzte Tag. Ich gehe jetzt in den Dungeon Buller. Werde eine riesige Märte produzieren und dann frühstücke ich und wir fahren nach Haus. Kinder, kommt jetzt, lasst den Ball, wir wollen los. Aber noch 2 Minuten, Papa. Na gut, noch 2 Minuten, gut. Aber dann ist Schluss. So, in wenigen Sekunden sind wir wieder in Deutschland. Achtung! Fleisch! Fleisch, ist es soweit? Fleisch! Achtung! Und jetzt? Jetzt sind wir durch! Juhu! Deutschland, du hast es wieder! Und ich denke, wir werden das nächstes Jahr in einem anderen Land auf jeden Fall wiederholen. Oder Moni? Kennen die alle? Ich denke, sie ist meiner Meinung. Mit Erinnerungen an eine unvergessliche Reise, unbezahlbaren Eindrücken und einem ganz besonderen Gefühl der Zufriedenheit kehrten wir nach Hause zurück. Welche Orte werden wir gemeinsam mit euch 2019 erkunden?